I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Du darfst nie wieder Leute sagen. Jo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg nach Saalbach, Hintergrem. Wir haben Sölden verlassen, sind schon ob der Bahn. Und die Bremse hat bisher funktioniert, also alles gut. Ich bin sehr gespannt. Es hat eben ein bisschen geregnet schon, auch in Sölden hat es nochmal geregnet, aber das stört uns jetzt gar nicht, weil war eh Abreisetag. Camping Sölden, der Platz, kann ich sehr empfehlen. Nicht zu teuer für das, was die tatsächlich leisten. Die Duschen, Toiletten, alles mega sauber, richtig, richtig schick. Auch die Leute, die Mitarbeitenden dort, super freundlich. Ja, wir starten jetzt los und dann seid gespannt, wo wir stehen, weil ihr dürftet den Spot eigentlich schon kennen aus den Videos vom letzten Jahr. So, angekommen in Saalbach. Ah, es war irgendwie eine entspannte Fahrt zwar, also keine wilden Berge, wir hatten keinen Stress mit den Bremsen. Und wir stehen jetzt hier beim Skill Store. Den kennt ihr, weil hier, ich habe ja schon länger jetzt einen Tune Your Skill Aufkleber auf meinem Dämpfer vom Norco, weil ich ja letztes Jahr hier kurzerhand mal zum Dämpferservice musste. Und da haben die mir super fix geholfen. Das Ding war an einem Tag, also am selben Tag wieder fertig und das war mega cool. Und hier haben wir spontan einen Campingplatz bekommen, den ja, zeigen wir euch später mal. Ein bisschen was habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Heute werden wir nicht mehr Radfahren, weil hier die Lifte haben wir nicht so lange auf hier und wir haben jetzt schon 15.30 Uhr, da müssten wir uns jetzt mega abhetzen. Aber wir gehen gleich ganz gemütlich was essen und chillen ein bisschen, richten uns jetzt erstmal hier häuslich ein. Dann bleiben wir hier eine Nacht, morgen gehen wir fahren. Und dann bleiben wir noch eine Nacht und dann geht's weiter zum Farkasee. Und da waren wir noch nie und da ist die Michi schon ganz aufgeregt. Oder? Klar. Voll aufgeregt. Vor allem freue ich mich ganz besonders, weil der Tom bringt mein E-Bike mit. Genau, der Tom bringt unsere Bikes mit, Tom von Bike and Ride. Weil der kommt mit dem Transporter und er war so nett, dass wir ihm unsere E-Bikes vorbeibringen durften und die mitgenommen werden, weil da gibt es keinen Lift am Farkasee. Ja, wir chillen jetzt erstmal, kommen an und entspannen kurz. So Leute, ich darf das nicht sagen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind am Rad unterwegs. Was zu essen holen. Die haben auf jeden Fall einiges neu gemacht hier in Saalbach an den Radwegen. Sieht alles super fresh aus. Wir radeln rüber in unsere Hometown, wo wir immer ja, essen gehen bei Restaurant Parma, Pizzeria Parma, weil da sind die Preise okay, Preis-Leistung ist okay und da radeln wir jetzt gemütlich rüber. Der neue Radweg ist auf jeden Fall sehr schick hier. Gefällt mir gut. Und mit dem Enduro rüberradeln ins andere Örtchen ist gar nicht so schlimm wie mit dem Norco. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich schon, wenn wir morgen eine Runde Rad fahren können. Die Lifte machen ja hier um 16.15 Uhr immer schon zu. Das ist so früh, dass wir heute keine Chance hatten, noch Radfahren zu gehen. Schade, aber ich hoffe, morgen Vormittag ist das Wetter gut, dass wir Fahrrad fahren können. Und selbst wenn nicht, fahre ich wahrscheinlich trotzdem im Regen.
Guten Abend, wir sind zurück im Van. Die Michi ist noch am Hustlen hier. Noch am Arbeiten, für Instagram und so. Man kennt's. Ich beende jetzt den kleinen Vlog für heute. Die Reise war entspannt. Tune Your Skill kann man ab sofort wieder campen. Also Tune Your Skill, Skill Store. Kennt ihr sehr wahrscheinlich. Hier kann man die ganzen Santa Cruz Räder leihen und sowas. Ein Dämpfer, Gabelservice. Den Laden habt ihr mit Sicherheit schon mal ausgecheckt, wenn ihr in Saalbach wart. Oder zumindest habt ihr ein Getränk in der Riders Lounge hier genommen, wie wir heute Abend. Ist auf jeden Fall cool. Hat man nochmal eine Alternative zu den wenigen anderen Campingplätzen hier in Saalbach. Ich habe so das Gefühl, hier nebenan stehen nämlich auch Leute auf dem Parkplatz, dass es doch noch viele andere Möglichkeiten so bei Privatpersonen gibt. Wenn ihr da Tipps und Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, denn wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier in Saalbach gewesen sein. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar. Und morgen geht's dann auf die Trails. Also wir haben uns vorgenommen, erstmal auf dem Panorama-Trail locker warm rollen. Die Z-Line soll morgen auf sein, dann natürlich Huckleback-Trail müssen wir mitnehmen. Und dann mal gucken, wie viel Zeit noch bleibt, weil abends müssen wir schon wieder packen. Und dann geht's am nächsten Tag weiter zum Farker See. Ich hoffe sehr, dass das Wetter noch ein bisschen umschlägt, denn sonst wird der Trip weniger cool als gedacht. Weil gerade am Farker See, mit einem See, Leute, will man natürlich schönes Sommerwetter haben. Und ich hoffe, dass das Wetter sich noch dementsprechend ändert. Außerdem haben viele ja bei Instagram wegen dem Van gefragt, was damit auf sich hat. Deswegen machen wir ein kleines Extra-Video zu diesem Van auf jeden Fall. Auch wenn der Dominik schon die perfekte Roomtour gemacht hat, zeige ich euch nochmal so ein bisschen was für meine aus meiner Perspektive und sage euch auch jetzt so nach einer Woche mit dem Camper, was ich vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich so ein Ding selber ausgebaut hätte, weil für Biker gibt es da natürlich dann noch so ein paar extra Sachen, die vielleicht cool gewesen wären. Außerdem welche Sachen man vielleicht nicht so sehr gebraucht hätte, zumindest jetzt in unserem Fall. Aber mehr dazu dann in dem Video zum Van. Das drehen wir auf jeden Fall noch in dieser Zeit hier im Urlaub. Lasst ein Abo da, kommentieren nicht vergessen mit euren Campingtipps für Saalbach, wenn ihr welche habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, gute Nacht.